Was ist das Problem? Das Problem ist heute, dass die in politischer Verantwortung stehenden, Generation eindeutig vergessen hat, worum es geht, beziehungsweise nur mehr eines versteht, nämlich systemisch können sie nur sich behaupten, wenn sie die Fiktion von nationalen Interessen aufrechterhalten, weil sie wissen, sie werden nur national gewählt. Ja? Und es gibt keine andere Möglichkeit, als durch nationale Wählen eine sogenannte demokratische Legitimation herzustellen. Die, die national gewählt werden wollen, halten deswegen die Fiktion aufrecht, sie verteidigen nationale Interessen. Und das ist der Grundwiderspruch des europäischen Einigungsprojekts am Stand der Dinge. Wir haben in mehr als einem halben Jahrhundert überraschend große Fortschritte gemacht im Hinblick auf eine nachnationale Entwicklung, die gewünscht war von der Gründergeneration, die als Lehre aus der Geschichte auch so auf die Schiene gestellt wurden. Aber heute ist dieser unproduktive Widerspruch der Grund dafür, dass es stockt. Sie zeigen das Gegenteil vom Wünschenswerten. Statt zu wissen, worum es geht, zu kritisieren, woran es heute mangelt oder was die Gründe für die Krisen sind und eine Perspektive, eine Vision anzubieten, haben sie vergessen, worum es geht. Sie reden schön, wie es ist und haben nichts perspektivisch anzubieten. Und das ist der Moment, das ist der historische Moment, nicht zum ersten Mal in der Geschichte, wo Künstler auf die Bühne springen müssen und eine Vision anbieten müssen. Und deswegen werden wir am 10. November in einer künstlerischen, theatralischen Aktion quer durch Europa, von Coimbra bis Riga, auf 100 europäischen Balkonen stehen und die Europäische Republik ausrufen. Sie wird es am nächsten Tag nicht geben, aber es wird ein Anstoß sein, endlich darüber zu diskutieren, wie Europa sich entwickeln und wie es einmal ausschauen soll. Und das ist jetzt, wenn die politische Fantasie versagt, der Moment der Fantasie der Künstler und auch der Sozialwissenschaftler. Ich möchte euch ganz herzlich zu unserem heutigen Gesprächsabend begrüßen. Wir widmen uns heute dem Thema Europa und dem Internationalismus. Wir haben dazu wieder eine spannende Runde eingeladen. Ich freue mich sehr herzlich, dass wir Sie heute hier begrüßen dürfen. Ich darf Sie nur kurz vorstellen. Ich glaube, eine ausführliche Begrüßung ist nicht notwendig. Ich beginne gleich nebenan. Dr. Margit Schratzenstaller, herzlich willkommen bei uns. Gehen der Runde weiter. Dr. Robert Menasse, herzlich willkommen. Dr. Ulrike Gero, herzlich willkommen bei uns. Und Dr. Franz Fischler, herzlich willkommen bei uns. Ja, in Europa geht ein Gespenst um, das Gespenst des Nationalismus, wie man den neuen und alten Nationalisten begegnen kann, nach Möglichkeit gemeinsam begegnen kann. Darüber wollen wir heute diskutieren, auch über die Utopie einer Republik Europa. Und ich danke euch für euer zahlreiches Erscheinen, wünsche eine gute Diskussion und übergebe jetzt das Wort an meinen Kollegen Stefan Schiemann, der auch den heutigen Abend führt. Herzlichen Dank. Ja, danke. Letzten Freitag hat im Standard ein gewisser Paul Reinbacher einen Kommentar geschrieben mit dem Titel Lob der Unterscheidung und hat geschrieben, man denke auch an Debatten über das Verhältnis von Nationalstaat und EU, wo gegen nationale Grenzen in Europa polemisiert, aber gleichzeitig das europäische Konstrukt im globalen Kontext idealisiert wird und wo Staat, Nation und Nationalstaat unterschiedslos verwendet werden. Den aktuellen Diskurs dominiert dabei über weite Strecken ein nachgerade trivialer Moralismus auf Basis der Differenz von Gut und Schlecht. Und wir nehmen uns das heute als Ansporn, diesen sogenannten trivialen Moralismus, wie er das gesagt hat, also diese Einteilung in Schwarz und Weiß zu überwinden und hier sachlich fundiert über den vermeintlichen oder tatsächlichen Antagonismus Europa versus Nationalstaat zu sinnieren. Jetzt ist Europa als Europäische Republik oder als
Staat natürlich würde hervorgehen aus der Europäischen Union. Und diese Europäische Union ist einem extremen Wandel unterlegen, von einem kleinen Bündnis zu einer großen Gemeinschaft mit etlichen Besonderheiten. Zum Beispiel haben wir in Katalonien und Schottland Regionalparteien, oder Regionalisten, die EU-freundlich gesinnt sind. Wir haben in Polen und Ungarn Autokraten, die EU praktisch als Antagonisten, als Feindbild brauchen. Wir haben wirtschaftliche Ungleichgewichte zwischen Nord und Süd und wir haben gesellschaftliche Differenzen zwischen West und Ost. Und anscheinend bleibt nur mehr als Gemeinsamkeit das Erstarken der, oder scheinbar als das Erstarken der Rechtspopulisten überall. Deshalb wäre meine erste Frage an Sie, Herr Menasse: Sind die aktuellen Krisen in der EU jetzt eigentlich der Geburtsschmerz für eine tiefere Integration oder sind das die Vorboten für eine neue Phase von Eurosklerose, wie wir es schon in den 1970er Jahren erlebt haben? Das ist eine der gut 200 möglichen Fragen, auf die ich stundenlang antworten könnte. Aber es sind ja noch andere Diskutanten hier, also versuche ich mich kurz zu fassen. Bevor ich aber eine Antwort versuche, möchte ich noch etwas anmerken, ganz allgemein. Ja. Es waren jetzt die Wahlen in Bayern und die Zeitungen sind voll mit dem Ergebnis und es werden davon abgeleitet Tendenzen für ganz Europa. Der Tod der Volksparteien und so weiter und so weiter. Es waren gleichzeitig Wahlen in der Region Brüssel. Es ist ja Brüssel nicht am Mond. Es könnte man ja erwarten, dass in den Zeitungen zumindest ein bisschen was über das Ergebnis der Wahlen in Brüssel berichtet wird. Ich habe in keiner einzigen österreichischen Tageszeitung irgendetwas gelesen über die Wahl in Brüssel. Wo eine Zweidrittelmehrheit in Brüssel-Region rot-grün gewählt hat, wo zwei Drittel der direkt gewählten Mandatare und Mandatarinnen Frauen sind. Und Brüssel, bitte, das hat ja irgendwas auch mit Europa zu tun und könnte man zum Beispiel auch davon irgendeine Tendenz möglicherweise versuchen abzuleiten. Ich verstehe das so, dass Tendenzen immer von den Phänomenen abgeleitet werden, die in irgendein perspektivisches Konzept passen. Und ich sage jetzt nicht Lügenpresse, ich bin unverdächtig, also ich bin wirklich, also ich bin keiner, der das so, also, aber irgendwie ist es schon seltsam. Ja, also ich sehe auch andere Entwicklungen und Tendenzen in Europa. Zu Ihrer Frage ganz kurz. Es gibt ja bekanntlich die, oder vielleicht bekanntlich die Monet-Formel. Jean Monnet hat irgendwann einmal gesagt, also sehr früh am Beginn des ganzen europäischen Einigungsprojekts, wenn Europa sich weiterentwickelt im Sinne des Zusammenwachsens, des Einigens, des Einens der europäischen Bürgerinnen und Bürger, der Überwindung des Nationalismus und so weiter und so weiter, dann wird das immer nur in kleinen Schritten möglich sein, wobei die größeren Fortschritte nur möglich sein werden in Krisen, und zwar in radikalen Krisen, bei Gefahr des sonstigen Untergangs. Das ist die Monet-Formel. Und irgendwie hat das bisher auch immer so funktioniert. Wenn es nicht weitergegangen ist, wenn die Krisen ausgebrochen sind, wegen der unproduktiven inneren Widersprüche, der institutionellen Aufstellung der Europäischen Union, der Widersprüche zum Beispiel zwischen der nachnationalen Entwicklung, die eindeutig eingesetzt hat, und der Verteidigung nationaler Interessen, die vor allem durch den Rat unausgesetzt weiter betrieben werden. Immer wenn eine Krise nicht mehr lösbar war, hat man gesagt, bevor wir untergehen, macht man einen weiteren Integrationsschritt, um zu Gemeinschaftslösungen zu kommen.
Und in der Situation sind wir heute wieder. Wobei ich in einem Punkt etwas einschränken möchte. Diejenigen, die bisher in den letzten 60 Jahren in diesem Sinne doch nach und nach Integrationsschritte durchgesetzt haben, wussten noch, worum es geht. Das Problem heute ist, dass wir eine Generation in politischer Verantwortung sehen, die nicht mehr unbedingt weiß, worum es geht. Das heißt, die Chance oder die Möglichkeit, dass das Ganze an der Uneinsichtigkeit der politischen Eliten in Europa doch zerbricht, ist genauso groß wie die Chance, Wahrscheinlichkeit oder Hoffnung, dass die nächsten Integrationsschritte gelingen. Und ich möchte ganz kurz nur ein Beispiel geben. Ich habe immer gesagt, ich hoffe darauf, dass endlich die Erasmus-Generation sozusagen an die Hebel der Gestaltungsmöglichkeiten gelangt. Weil der Erasmus-Generation muss man Europa nicht mehr so kompliziert erklären wie an Kronenzeitung-Redakteur. Jetzt haben wir zum Beispiel in Gestalt des österreichischen Bundeskanzlers eigentlich so mal biografisch einen Vertreter der Erasmus-Generation. Das Problem ist nur, dass der nie... Nein, ich wollte gerade sagen, das Problem ist nur, dass der zwar generationsmäßig dazugehörte, aber nie Erasmus gemacht hat, vor lauter Panik, dass wenn er ein Jahr auf eine ausländische Universität geht und er zurückkommt, wer anderer mittlerweile, ob man der jungen ÖVP ist. Ja? Aber ich glaube, er macht jetzt bei einer Ausbildung. Und deswegen versteht er auch Europa nicht. Und wir erleben an seinem Beispiel den unproduktiven Widerspruch zwischen dem Mantra, mit dem man die Pro-Europäer aus der eigenen Partei beruhigt. Europa ist unsere Zukunft, selbstverständlich sind wir pro-europäisch, auch wenn wir mit der FPÖ eine Koalition machen, werden wir darauf Wert legen, eine pro-europäische Regierungsarbeit zu machen und so weiter, bei gleichzeitiger Blockade von Europapolitik und von Gemeinschaftsentscheidungen. Und es geht mit einem ganz einfachen Trick. Er ist intelligent genug, um zu verstehen, dass Nationalismus, Verteidigung von nationalen Egoismen und so, das hat was Anrüchiges schon mittlerweile bekommen, das hat er begriffen. Also sagt er nicht mehr Nationalismus, er sagt Subsidiarität. Aber er meint damit dasselbe, er meint damit Verteidigung der nationalen Interessen. Das heißt, auch meine Hoffnung auf die Erasmus-Generation ist durch den Mann etwas getrübt, als dessen politisches Erbe wahrscheinlich überbleiben wird, dass wir in unserer Lebenszeit nie wieder gedankenlos sagen können, so ganz in einem Atemzug, kurz und gut. Danke. Frau Professor Gero, Herr Menasse hat jetzt ein tendenziell positives oder optimistisches Bild gezeichnet. Wir stecken in einer Krise und der nächste Integrationsschritt steht bevor. Sie haben das praktisch im Detail sich ausgedacht, wie dieser nächste Schritt oder viele nächste Schritte ausschauen könnten. Wie sieht Ihre Vision für diese Europäische Republik, wie Sie sich die vorstellen, eigentlich genau aus? Und was und vor allem was soll sich verbessern im Vergleich zum Status quo? Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf und vor allen Dingen mit Robert Menasse zusammen. Wir sind ja ein Tandem in dieser Angelegenheit. Ich würde gerne nochmal zurücksetzen, ob ich jetzt, wo meine Hoffnung liegt und ob ich optimistisch oder pessimistisch bin. Ich glaube, das ist nämlich die falsche Frage. Ich sehe das sehr wie Václav Havel, der einmal gesagt hat, Hoffnung ist nicht, dass die Dinge besser werden, sondern dass man das Richtige tut, auch wenn sie nicht besser werden. Und wenn ich jetzt beschreiben müsste, was ich sehe in Europa, ganz egal, ob ich die Bayernwahl sehe oder auf den 8. Dezember gucke als Deutsche, wo der CDU-Parteitag ist, oder ich war kürzlich in Italien, davon will ich Ihnen lieber nicht erzählen. Ich habe polnische Freunde, das möchten Sie auch nicht hören. Ich war
vor einer Woche in London, da wollen Sie gerade auch nicht sein, dann bin ich nicht hoffnungsvoll, dass wir das, was wir immer geschafft haben, nämlich aus der letzten europäischen Krise den großen Integrationssprung machen. Ja, da müsste man mal genau im Detail diskutieren, wann die Sachen eigentlich, und das ist ja mein zentrales Argument, systemisch werden. Mit systemisch meine ich die systemische Unterwanderung von Institutionen. Das können Sie in Ungarn beobachten, in Polen beobachten. Das können Sie, als Deutsche darf ich das sagen, ja, Affäre Maaßen, Verfassungsschutz, AfD, können Sie auch in Deutschland beobachten. Wenn man sich dann überlegt, wo wir stehen mit den gesamteuropäischen Umfragewerten und wir feststellen können, dass wir cum grano salis über Europa ungefähr 35% Populismus in den einzelnen Ländern haben, dann kann man nur sagen, auch als Systemtheoretikern, bei ungefähr 30% passiert was. Soll heißen, 80% reagieren nie auf 20% der Gesellschaft, aber 70% reagieren immer auf 30% der Gesellschaft. Da müssen Sie jetzt, können Sie ins letzte Jahrhundert gucken oder Sie gucken auf das, was im Moment passiert und dann fängt das an, ein bisschen Sinn zu machen, dass 30% einfach was anderes sind als 20%. Ja, und das spüren wir ja alle und wir nennen es die Gefahr des Populismus. So. Wenn wir jetzt diskutieren, ob wir das noch aufhalten können, stoppen können und wenn ja, wie und ob wir dagegen Europa setzen können, das ist der zweite Teil Ihrer Frage, dann würde ich sagen wollen, ja, das können wir vielleicht, aber nur dann, wenn Europa tatsächlich ein klares Ziel ist. Und das klare Ziel ist ja dann nicht mehr gegeben, wenn so ungefähr jeder auf diesem Kontinent erstmal Europäer ist, zum Beispiel Herr Strache, ja, ist ja der größte Europäer Österreichs nach der Rede, die er bei den letzten Wahlen gehalten hat. Marine Le Pen ist auch eine ganz große Europäerin. Insofern heißt es ja, für Europa zu sein, heißt ja nichts mehr. Ja, es ist ja beliebig geworden. Wir sind alle irgendwie für Europa, aber wenn es dann ernst läuft, laufen alle weg. So. Und genau da, und da komme ich jetzt in zwei Sätzen zu dem, was Robert und ich versuchen als Diskursangebot zu machen, genau da wollen wir ansetzen und sagen, das ist jetzt nicht mehr wie Bigotterie in der katholischen Kirche. Ja, man muss Europa schon ernst machen. Und was heißt ernst machen? Wenn wir immer sagen, ein Markt, eine Währung, eine Demokratie und wir sagen, den Markt haben wir, die Währung haben wir und wir setzen hier mal voraus, dass wir froh sind, dass wir den Markt und die Währung haben, dann ist die Frage, warum haben wir die eine Demokratie nicht, beziehungsweise was heißt eine Demokratie? Für die eine Demokratie habe ich eine ganz einfache Definition, Cicero, Aequium Ius, diejenigen, die sich in gleiches Recht begeben, begründen eine Republik. Ja? Wenn wir also, können wir strittig stellen, ob wir das wollen, ja oder nein, aber wenn wir sagen, wir wollen jetzt einen Markt, eine Währung, eine Demokratie, dann wäre die logische Folge, wir sind als Bürger, als europäische Bürger, gleich vor dem Recht. Das sind wir nicht, weil wir sind ja in der EU-Rechtsgemeinschaft, die wir heute haben, haben wir ja Personenfreizügigkeit, Güter, Kapital und Dienstleistungsfreizügigkeit. Und interessanterweise sind ja heute die Güter, das Kapital und die Dienstleistungen, also die Gurke, der Euro und unser Teil von Arbeit, gleich vor dem EU-Recht. Aber wir als Bürger sind nicht gleich vor dem Recht in den Dingen, die uns als Bürger am meisten betreffen, als da sind Wahlen, Steuern, Soziales. So, und dann sagen wir ganz entspannt, machen wir das doch mal fertig. Das kleine bisschen, das ist ja, kann ich mal Ringelnatz zitieren, das waren einmal zwei Ameisen, die wollten nach Australien reisen, doch in Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh und da verzichteten sie weise dann auf den letzten Teil der Reise. Ja? Das ist Europa. Und wenn wir das jetzt runterbrechen würden und sagen, wir machen jetzt die eine Demokratie, so wie wir den einen Markt und die eine Währung gemacht haben, dann hätte ich als ganz einfaches Angebot zu sagen, wie haben wir das denn gemacht? Der eine Markt war eine Stichtagsregelung. 1.1.92 haben wir dafür gesorgt, dass wir 6.000 Regularien über Güter gleich bekommen vor dem Recht. Ja, Sie erinnern sich, das war die italienische Eiernudelpasta und das deutsche Reinheitsgebot und der griechische Feta-Käse, wie auch immer. Wir haben irgendwann mal entschieden, jedes Gut, was in Europa produziert wird, muss gleich sein vor dem Recht und überall verkauft werden dürfen. Das war die Schlacht der 80er Jahre. Dann haben wir die Schlacht der 90er Jahre geschlagen. Das war eine Stichtagsregelung 1.1.2002. Der Euro in die Tasche. Und das hieß nichts anderes als Schilling, Gulden, Lira, Escudo und so weiter. Gleich vor dem Recht. Ein Euro ist ein Euro ist ein Euro.
dann könnten wir doch eigentlich ganz entspannt sagen, zum 01.01.2022 machen wir wahlweise eine europäische Steuernummer, eine europäische Sozialversicherungsnummer. Wir können auch mal ganz entspannt anfangen mit einem europäischen Vereinsregister, haben wir nämlich zum Beispiel auch nicht, oder überhaupt mal einem europäischen Vereinsrecht, damit sich die europäischen Bürger mal europäisch organisieren könnten. Wir haben eine europäische SA, also Société Européenne, aber für die Bürger auf gut Deutsch oder gut Österreichisch haben wir nichts. Ja? Die einzigen, die nicht gleich sind vor dem Recht, sind die Bürger in Europa. Und unser Plädoyer mit dem Denkangebot der Republik ist zu sagen, lassen wir das doch mal vollenden und dann wären wir ja eigentlich da. Und dann ist die Frage, hätten so viele Leute was dagegen? Meine Erfahrung ist, dass die meisten Leute das ziemlich plausibel finden, und zwar vor allen Dingen die sogenannten normalen Leute, die die Politiker immer abholen wollen. Ja, also ich ab mit 36 EU-Gemeinderäten in der Wachau, die Europäische Republik gemacht, der Widerstand war da nicht. Ja? Der Widerstand ist eher, wenn ich mit Jens Spahn in Berlin darüber diskutiere, da sieht das anders aus. So, damit wäre meine Frage, woran scheitert das eigentlich? Und das ist jetzt mein letzter Satz. Meine These wäre, es scheitert nicht an den Bürgern. Die könnte man dafür gewinnen. Es scheitert tatsächlich daran, dass wir keinen ökonomischen Treiber haben, weil für den Markt und für die Währung hatten sowohl die Banken wie die Industrie ein riesengroßes ökonomisches Interesse. Man konnte den politischen Diskurs damit führen, wir gewinnen da alle was. Ja, beim Markt war das Ticini-Bericht, 5 Millionen Arbeitsplätze werden geschaffen, lalala. Beim Euro Wegfall Transaktionskosten konnten alle Politiker durch die Säle laufen und sagen, ihr habt da richtig viel was dran zu gewinnen. Der Punkt bei der europäischen Demokratie ist, dass sie etwas kostet. Sie kostet nämlich die Gleichheit aller europäischen Bürger. Und damit stünden wir in der Zeitgenossenschaft zum ersten Mal vor der historischen Großbaustelle, ob ja oder nein wir auch zu Europa stehen und es machen, wenn wir a priori keinen ökonomischen Gewinn damit erzielen. Und das, finde ich, ist die interessante, spannende Frage, weil ich würde Ihnen sagen, wenn ich die Mobilisierung, die die Banken gemacht haben für den Euro und die Mobilisierung, die die Industrie gemacht hat für den Binnenmarkt, wenn wir die bekämen für die Europäische Republik, ich sage Ihnen, morgen. Die haben wir morgen. Ja. Danke. Herr Fischler, Frau Professor Guerreau sagt, die Menschen wollen das. Und es würde eine Mehrheit dafür geben. Jetzt hat Jacques Dion, ein französischer Journalist, heuer in einer seiner Artikel geschrieben, ich zitiere ganz kurz, 1992 stimmten die Dänen gegen den Vertrag von Maastricht, sie mussten noch einmal an die Urnen. 2001 stimmten die Iren gegen den Vertrag von Nizza, auch sie mussten erneut an die Urnen. 2005 haben die Franzosen und Niederländer gegen den Europäischen Verfassungsvertrag gestimmt, er wurde ihnen dann unter dem Namen Lissabon-Vertrag aufgezwungen. 2008 stimmten die Iren gegen den Vertrag von Lissabon, sie mussten noch einmal abstimmen, Zitat Ende. Ist es ein Widerspruch dazu, dass, was Frau Professor Guerreau gerade gesagt hat, oder wollen die Menschen tatsächlich gar keine stärkere Integration? Was ist da Ihre Meinung dazu? Ich glaube, das ist kein Widerspruch, sondern im Gegenteil. Das ist genau das, was eigentlich die Frau Guerreau sagen wollte. Nämlich, dass wir, was wir konkret machen in der Europäischen Union, das Gegenteil ist von einer echten Integration im Sinne, sich entwickeln in Richtung einer Republik. Das ist ja das, was also in diesem Zitat eigentlich die Aussage sein soll. Aber ich möchte ein bisschen, ich weiß nicht, das geht nicht gescheit. Doch. Ich möchte ein bisschen noch einmal zurückkommen zu dem, was bereits gesagt wurde. Ja. Also zum einen, so sehr ich den Jean Monnet schätze, ich sollte heute vorsichtig sein mit einer Position, die darauf hinausläuft, zu sagen, dass die Europäische Union bis jetzt aus jeder Krise gestärkt hervorgegangen ist. Ich sehe da keine Garantie vorhanden. Der Monet hat das aber gesagt. Ne? Das Problem sehe ich auch, wenn das stimmen würde, dann ist es ja besser, je größer die Krise, umso größer ist dann der Schritt in die richtige Richtung. Zurzeit ist es meiner Meinung nach vor allem deshalb anders geworden, weil in der Zeit der Eurosklerose und auch in den Paketen, die dann die Antwort darauf waren unter Jacques Delors,
da ist der Streit eigentlich nur um die Frage zentral gegangen, was ist der richtige Schritt für eine weitere Integration. Heute, wenn Sie sich anschauen, was im Europäischen Rat in letzter Zeit diskutiert wird oder was die Visegrad-Staaten dazu einbringen, ist die Debatte, wie viel Desintegration haltet die Gemeinschaft aus, ohne dass wir als Visegrad-Staaten da gröbere Schwierigkeiten bekommen oder überhaupt hinausgeworfen werden. Ja? Also heute ist in Wirklichkeit das Thema auszureizen, wie weit kann ich gehen, ohne dass ich das Risiko in Kauf nehmen muss, nicht mehr länger Mitglied zu sein. Man tanzt am Rand ein wenig. Man versucht das Ausmaß akzeptabler Fliehkräfte und nicht oder Zentrifugalkräfte zu definieren und nicht die Zentripetalkräfte, das was uns zusammenhält. Da ist also, glaube ich, einmal ein großer Fehler. War die Erweiterung dann ein Fehler? Ist es zu groß? Also das ist zu kurz geschossen. Entschuldigung. Ja, deshalb, weil das so ist, ist die Erweiterung noch lange kein Fehler gewesen. Ja, was fehlerhaft war, ist, dass man sich viel zu wenig von Seiten der sogenannten Altmitglieder darum gekümmert hat, wie man den neuen Mitgliedern dabei helfen kann, was an sich die ursprüngliche Absicht der Erweiterung war, nämlich den demokratischen Prozess in Europa unumkehrbar zu machen. Dabei hat man ihnen nämlich sehr wenig geholfen im Nachhinein. Ja? Und daraus sind ja auch manche Fehlerentwicklungen dann entstanden. Aber es geht ja auch noch um was anderes. Es geht also dann ja auch um die Frage, die Frau Gero angesprochen hat, nämlich wir haben den gemeinsamen Markt, das war ja das Ergebnis des Herrn Delors und der Delors-Pakete geschaffen. Wir haben dann den Euro geschaffen und wir sind jetzt in der Situation, wo wir noch weit, weit weg sind, eine europäische Demokratie zu schaffen. Das ist ja der Punkt. Ja. Und ich sehe da zurzeit auf Ebene der Repräsentanten der Europäischen Union weder Ambition noch gescheite Vorschläge noch irgendeine Dynamik, dass dieser Prozess einmal in die Gänge kommt. Ja? Und da werden wir daher im nächsten Jahr, vielleicht ist es dann ein Wake-up-Call, die europäische Wahl, ja? Weil so wie das derzeit läuft, wird das Ergebnis der Wahl sein, dass es die schlechteste Wahlbeteiligung aller Zeiten geben wird und dass natürlich die Populisten sehr die zweite Kraft de facto werden im Europäischen Parlament. Ja. Wenn uns das dann auch noch keine Lehre ist, dran zu gehen, zumindest einfache Schritte zu starten, wie man mehr Demokratie in dieser Union zustande bringt, zum Beispiel, ja, statt diese derzeit schon wieder ziemlich unsinnig geführte Spitzenkandidatendebatte wirklich einmal daran zu denken, europäische Parteien und europäische Listen aufzustellen und ein einheitliches Wahlrecht für alle zu schaffen bei der europäischen Wahl. Ja. Also das wäre ja zumindest ein ganz einfaches Mittel, wie man demonstrieren könnte, dass man bereit ist, in Richtung mehr Demokratie weiterzugehen. Das zentrale Element in Richtung Weiterentwicklung der Demokratie ist nun einmal das Europäische Parlament. Ja. Und das heißt aber auch, nicht nur zu welchen Bedingungen kann ich an der Wahl teilnehmen, sondern das heißt genauso, wie ist es eigentlich? Ist es ja bisher ja nicht einmal ein vollständiges Parlament. Es kann ja nicht einmal Initiativen ergreifen, ja? Nur formale Initiativen, wo sie der Kommission einen Brief schreiben oder so irgendwas. Ja? Ist das Parlament künftig kompetent, die Kommission einzusetzen, etc.? Da könnten wir allein darüber eine lange Debatte führen, was also da an Elementen notwendig wäre, um diesen Schritt in Richtung Demokratie in die richtigen Weise zu entwickeln.
Derzeit sehe ich das nicht und derzeit sind also mehr, der Großteil, muss man ja in Wirklichkeit sagen, der Großteil der Mitgliedstaaten so sehr mit ihrer nationalen Agenda beschäftigt, dass sie an das gar nicht denken. Danke. Ich möchte grundsätzlich noch einen Aspekt da näher vertiefen, und zwar, Sie haben die Visegrad-Staaten genannt. Vielleicht kann man ja auch vergrößern, einfach Osteuropa und Westeuropa, was ich ursprünglich auch gesagt habe, dass es da gesellschaftliche Differenzen eventuell gibt und dass im Osteuropa die Wahrnehmung der Nation eine andere ist als in Westeuropa, weil es zum Beispiel positiv konnotiert ist, weil durch die Nation sozusagen die Osteuropäer von der Sowjetunion befreit haben und in Westeuropa ganz andere historische Hintergründe sind. Da möchte ich vielleicht, bevor ich zu dir, Margit Schratzenstaller, gebe, noch einmal den Herrn Menasse fragen, wie sehen Sie das? Ist diese Ost-West-Problematik ein Problem? Sie waren, glaube ich, ein Jahr oder noch länger in Brüssel und haben sich wirklich die Gegebenheiten, also Sie waren natürlich noch länger in Brüssel, aber ich wollte daran erinnern. Ja, aber ich wollte jetzt einfach Sie fragen, wie Sie das sehen, dass diese, ob das eine Problematik ist oder will ich mir das nur ein? Es kommen meiner Meinung nach im Hinblick auf diese Frage zwei Dinge, also im Hinblick auf Osteuropa zusammen. Sehr ungünstig zusammen. Das eine ist, als die große Erweiterungsrunde war, hat man den osteuropäischen Staaten nicht wirklich gesagt, worin sie eintreten werden. Ja. Ja? Der damalige Erweiterungskommissar Verheugen wollte in die Geschichte eingehen als der, der das europäische Territorium mehr als verdoppelt hat. Ja? Und also er wollte als der große Erweiterer in die Geschichtsbücher eingehen. Und es konnte nicht schnell genug gehen und es konnte nicht euphorisch und großartig und so weiter vor sich gehen. Und man hat ihnen aber nicht gesagt, was die EU eigentlich ist, nämlich eine nachnationale Entwicklung, eine Lehre aus der Geschichte, eine Lehre aus also Konsequenzen, die man gezogen hat aus der Geschichte von Nationalismus, Rassismus und so weiter. Man hat den Glauben gelassen, kommt in die EU, tretet in diesen Club ein, das ist ein super Verein, da müsst ihr nur ab und zu nach Brüssel fliegen, holt Förderungen ab und dann könnt ihr daheim fliegen und dort ein bisschen Infrastruktur aufbauen und euch dafür loben lassen vom eigenen Elektorat. Und das war der Fehler. Man hat ihnen nicht gesagt, worum es geht. Und das Zweite ist, es gab in diesen Ländern auch selbst, also sozusagen innenpolitisch in den osteuropäischen Staaten, keine Aufarbeitung der eigenen Geschichte, sondern nur mehr Reflexe auf die unmittelbare Vorgeschichte, nämlich dass sie Klassistaaten der Sowjetunion waren. Ja, aber es gab ja davon ja auch eine Vorgeschichte, die sehr lehrreich wäre, nämlich die meisten dieser osteuropäischen Staaten waren ja irgendwann einmal Nationen innerhalb des Habsburger Reiches, das bemerkenswerterweise folgendermaßen ausgeschaut hat. Es gab einen gemeinsamen Markt mit einer gemeinsamen Währung und einer gemeinsamen Bürokratie und Verwaltung und einem gemeinsamen Rechtszustand. Ja? So, das gab es. Und es gab keine Nationsidee und es gab auch nicht den Anspruch daraus, eine Nation zu bilden aus diesem Gebiet. Dann hat also historisch irgendwie dieser Nationalismus ist aufgekommen und der ist immer stärker geworden und die Nationalisten haben dieses Gebilde in die Luft gesprengt.
das ist nicht zusammengebrochen, die Habsburger Monarchie, weil man ein multiethnisches, multisprachiges, multikulturelles, multinationales Gebilde nicht verwalten und nicht in einem Rechtszustand organisieren kann, sondern, das muss man klipp und klar sagen, die Nationalisten haben das in die Luft gesprengt. Und das Interessante ist Folgendes. Alle die kleinen verschissenen Nationen, die daraufhin gebildet wurden und gebildet werden konnten, haben danach nicht einen einzigen Tag in größerer Sicherheit, in größerer Freiheit, in entwickelter Souveränität, in wachsendem Wohlstand, in Freiheit gelebt als davor. Freiheit, Wohlstand, Rechtssicherheit sind erst wieder in diese Nationen eingezogen, als sie Teil der nachnationalen Entwicklung der Europäischen Union wurden. Und das ist die historische Wahrheit und das könnte man ja auch einmal diskutieren. Das wurde aber in diesen Staaten nie diskutiert, sondern sie haben nur gesagt, wir waren von diesen Russen besetzt, jetzt sind wir frei, jetzt können wir endlich unsere Nation aufbauen und entwickeln. Das heißt, genau das, was diese Staaten schon einmal in den Untergang geführt hat. Weil was sie erlebt haben nach dem Zusammenbruch der Habsburger Monarchie war Krieg, Bürgerkrieg, Besetzung, Fremdherrschaft, Nationalsozialismus, Faschismus, Kommunismus und so weiter. Und sie sind dann von dem Ganzen befreit in die nachnationale Entwicklung der Europäischen Union angetreten. Das heißt, das Problem ist zu einem Großteil auch die Geschichtsblindheit, die hier herrscht und der Unwille, sich überhaupt einmal mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Stattdessen beschäftigt man sich mit Schlachten im 13. Jahrhundert, die angeblich identitätsstiftend waren und all diese Dinge. Und ich kann nicht verstehen, dass Menschen, die in politischer Verantwortung stehen, in diesem jetzigen Gebilde der Europäischen Union, nicht imstande sind, auch diese Sachen auszusprechen, sondern immer nur diskutieren, jetzt wird es aber ein bisschen zu illiberal da in Ungarn, was erkennen die noch Mitglied der christdemokratischen Fraktion sein oder müssen wir die rüberschupfen zur Le Pen-Fraktion und so weiter. Das ist kein vernünftiger Diskurs. Und daher kann der Grundwiderspruch, was jetzt Franz Fischler angesprochen hat, was die Wahlen zum Beispiel für das Europäische Parlament betrifft, daher kann dieser Grundwiderspruch auch nie angesprochen und gelöst werden. Nämlich zum Beispiel der vollkommen unproduktive Widerspruch, dass wir eine europäische Volksvertretung wollen, ein europäisches Parlament, es aber nur auf nationalen Listen tun können, zum Beispiel. Ja? Und dass wir dann zum Beispiel, auch wenn man nicht das Europäische Parlament wählt, sondern in Österreich, sagen wir, das österreichische Parlament, dass wir nicht eine Sekunde in der Diskussion und in der Wahlbewegung vor einer Nationalratswahl auch darüber diskutieren, dass die gewinnen, die den Kanzler stellen, dann in Europa politischer Verantwortung stehen. Es gibt nie eine Debatte, wenn wir in Österreich nur wählen. Eine Debatte darüber, dass man sagt, wer, von wem können wir mit Fug und Recht erwarten, dass er europapolitisch besinnen ist, dass er vernünftige Europapolitik macht. Weil in dem Augenblick, wo wir einen Kanzler haben in Österreich, ist der in europapolitischer Verantwortung, weil er Sitz und Stimme im Europäischen Rat hat. Das spielt in der Diskussion nie eine Rolle. Das heißt, bei nationalen Wahlen kommt nie in die Diskussion die europapolitische Bedeutung und bei Europawahlen kommt auch wieder nur die nationale Bedeutung in Frage, wird in die Diskussion. Wird die ÖVP Erster werden bei der Europawahl? Die ÖVP wird die Erster werden bei der Europawahl oder wird sie einen Dämpfer, einen innenpolitischen Dämpfer bekommen, wenn sie nicht Erster sind? Es ging es darum in Europa. Und das sind diese unproduktiven Widersprüche, die eindeutig daraus resultieren, dass wir vollkommen geschichtsvergessen und gleichzeitig vollkommen perspektivlos nur noch Signale diskutieren. Nationale Signale. Wir bleiben in der Geschichte und Sie haben den Habsburger Reich angesprochen und da war ja auch ein großer Zankapfel, wenn ich mich richtig an meinen Geschichtsunterricht erinnern kann, zwischen Österreich und Ungarn, die Umverteilung oder die Finanzen. Jetzt
sagt zum Beispiel Michael Bröning, der ist Referatsleiter für internationale Politikanalyse bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und sein neues Buch heißt Lob der Nation, warum wir den Nationalstaat nicht den Rechtspopulisten überlassen dürfen, sagt er als erstes Argument, weil sozusagen Umverteilung nur in einem Nationalstaat funktioniert, weil das die einzig akzeptierte Instanz für eine wirtschaftliche Umverteilung ist. Und also er schreibt, Habermas zitierend, nicht von ungefähr scheitert eine größere Umverteilung auf europäischer Ebene, wie Jürgen Habermas vermerkt, solange nicht Portugiesen und Deutsche, Österreicher und Griechen bereit sind, sich gegenseitig als Bürger desselben politischen Gemeinwesens anzuerkennen. Zitat Ende. Der Habermas hat das 2003 gesagt, also 10 Jahre vor der Euro-Krise. Der Michael Köhlmeier hat im Ö1 Europa-Journal im Sommer gesagt, es kann gar nicht gelingen, bei einem Gebilde wie der EU ein Wir-Gefühl zu erzeugen. Vielleicht, wenn etwas so lange nicht gelingt, vielleicht muss man sich dann eingestehen, dass es falsch ist, es sich erwartet zu haben. Und der Anton Bellinger, der ist da wieder viel optimistischer, der sagt, dass also Europa wie, also diese Integration wie ein römischer Brunnen ist und dass nach der Wirtschaftsgemeinschaft jetzt die Währungsunion und eine Steuerunion kommen könnte. Und deshalb frage ich dich, liebe Margit Schatzenstaller, lässt sich dieses Dilemma eigentlich lösen, dass auf der einen Seite es vermeintlich so ist, dass der Sozialstaat mit dem Nationalstaat verbunden ist und eigentlich große Umverteilung nur im Nationalstaat passieren kann, und auf der anderen Seite muss es aber eine stärkere fiskalische Integration auch geben, also ein viel stärkeres Europa-Budget, oder läuft es zwangsläufig darauf hinaus, dass der Sozialstaat dann geschwächt wird, wie zum Beispiel in Amerika? Ja, danke erstmal für die Einladung und danke auch für die Fragen und danke auch für die Statements. Ich will, bevor ich auf die eigentliche Frage eingehe, mir genau das Gleiche erlauben, was meine Vorrednerinnen und Vorredner gemacht, nämlich ganz kurz eingehen auf diese Monet-Menasse, eher optimistische Sichtweise, dass eine Krise oder die nächste Krise quasi automatisch zum nächsten Integrationsschritt führt. Das mag schon gegolten haben für die Vergangenheit, man darf aber nicht vergessen, und das sind sicher auch Aspekte, die man noch weiter diskutieren muss, auch aus einer ökonomischen Sicht, dass die ökonomischen und die politischen Gegensätze in der EU, der 28 Länder, ja viel größer sind, als sie damals gewesen waren, und dass der Wert oder dass Integration als Wert an sich, und Sie haben das angesprochen, das ist schon angesprochen worden, in den osteuropäischen Ländern so nicht geteilt wird. Man darf auch nicht vergessen, dass der EU-Beitritt gerade für die osteuropäischen Länder zwar das Vehikel war, sich zu lösen, quasi aus der sowjetischen Bevormundung und sich zu emanzipieren von diesem sowjetischen Einfluss, aber doch keineswegs gesehen worden ist, der Vorteil, den die Integration an sich in die quasi westeuropäische Staatengemeinschaft bietet. So, und jetzt zur eigentlichen Frage. Ich sehe diesen Gegensatz zwischen einerseits stärkeren fiskalischen Integration und andererseits starker Sozialstaat eigentlich so nicht. Ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen einerseits natürlich starke Nationalstaaten und wir brauchen auch starke nationale Sozialstaaten, die mögliche Nachteile der ökonomischen Integration, der Globalisierung in einem weiteren Sinne durch eine proaktive, auch sozialstaatliche Politik abfedern und damit natürlich auch die Akzeptanz, dazu bedarf es vieles, aber auch einer entsprechenden Sozialpolitik, die Akzeptanz einer stärkeren ökonomischen Integration und der Globalisierung sicherstellen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es natürlich Bereiche gibt, in denen die Nationalstaaten überfordert sind, die anstehenden Probleme und Herausforderungen zu lösen, als gerade im Bereich steuerpolitisch besonders Interessierte, muss ich sagen, die Steuerpolitik ist ein wunderbares Beispiel dafür, weil die Nationalstaaten zunehmend überfordert sind, zumindest bestimmte mobile Steuersubjekte, bestimmte mobile Bemessungsgrundlagen alleine zu besteuern. Und hier braucht es natürlich eine stärkere europäische Integration, um das in den Griff zu kriegen.
Letztlich glaube ich, wir haben das am Samstag diskutiert und ich nehme das gerne zum Anlass, das hier auch nochmal zu sagen. Letztlich ist das, was wir brauchen, eine Diskussion über einen modernen Begriff der Subsidiarität. Also Subsidiarität als Begriff ist schon gefallen. Die Frage ist, was kann unter den modernen Bedingungen, unter den modernen ökonomischen, politischen, gesellschaftlichen Bedingungen der Globalisierung und was alles dazugehört, eigentlich Subsidiarität bedeuten. Im Moment wird es tatsächlich so ein bisschen als Kampfbegriff gebraucht, um zu fordern, dass möglichst viel von der europäischen Ebene wieder auf die nationalstaatliche oder gar auf die regionale Ebene zurückgehört werden, geholt werden soll. Ich will aber daran erinnern, dass Subsidiarität eigentlich nur in Anführungszeichen heißt, dass man schauen soll, welche Ebene am besten geeignet ist, eine Aufgabe zu erfüllen und dass man die Ebene, die quasi die niedrigstmögliche Ebene mit einer bestimmten Aufgabe betrauen soll. Wenn es aber so ist, dass es eine supranationale Ebene ist, dann geht Subsidiarität ganz selbstverständlich auch in die andere Richtung. Dann bedeutet Subsidiarität eben nicht nur, dass bestimmte Dinge, und es gibt auch in der EU Dinge, die können besser auf die nationale Ebene als da, wo sie sind, aber es gibt durchaus in der EU einen Teil der Agrarpolitik, würde ich sagen. Entschuldigung, Herr Fischer, ich will Ihr Lebenswerk damit irgendwie nachdenken. Schauen wir die ländliche Entwicklungspolitik. Aber die ländliche Entwicklung, die ist ganz sicher gut auf der EU-Ebene. Also alles, was mit, also Ökonomen, Entschuldigung, kann ich es mal nicht verkneifen, mit Externalitäten zu tun hat, ja. Auch über Grenzen hinweg, gehört natürlich auf die EU-Ebene, aber es gibt einen großen Teil der Agrarpolitik, der eigentlich auf die nationale Ebene gehört. Aber welcher Teil soll das sein? Entschuldige, wir wollen ja diskutieren. Ja, also, bitte. Nur, ich glaube, dass ich stellvertretend fürs Publikum, das es auch nicht weiß, frage, welcher Teil der Agrarpolitik soll es sein? Das schauen wir an, wie die Republik Österreich die Agrarförderung ausschüttet, die EU im Moment also welcher Teil der Agrarförderung ist sogar billiger für Österreich, weil man netto zahlt. Genau, ich meine, vielleicht können Sie da was dazu sagen, Sie kennen sich in der Agrarpolitik besser aus, als ich das tue. Aber nur ganz kurz, um das noch fortzuführen, also über Subsidiarität und über einen progressiven Begriff der Subsidiarität, da sollten wir unbedingt diskutieren und auch über die Bereiche, die auf die EU-Ebene gehören. Ich würde gerne drei Sachen sagen. Das erste ist, als Sie gefragt haben, ob das wirklich so ist mit der einen Demokratie und es die Mehrheit gibt und dann diese ganzen Referenden aufgezählt haben, da muss man natürlich sagen, es haben nicht die Iren, die Dänen, die Niederländer dagegen gestimmt, sondern jeweils die Hälfte der Iren, die Hälfte der Niederländer, die Hälfte der Dänen und so weiter. Ja? Und das ist ja genau das Problem, dass wir immer mit nationalen Aggregationen operieren, die sowieso die Nation gar nicht vertreten und die Iren, die Dänen und so weiter. Also ich frage Sie heute, wer sind denn jetzt die Briten? Sind das jetzt die Remainer oder die Brexiters? Also ich sage Ihnen, ich war vor einer Woche in London, it's a disaster, ja. Wenn Sie in London in der U-Bahn sitzen, da passiert genau das, jeder weiß es, keiner spricht davon. Das ist für eine Gesellschaft ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Ja? Das ist dieses, jeder weiß es, keiner darf es sagen. Ja? Weil es spaltet einfach die Gesellschaft, weswegen vor 3 oder 6 Wochen im Guardian Artikel stand, the UK is in a civil war. Das ist übrigens, ja, also so. Was ich damit sagen will ist, nicht nur spaltet die europäische Frage heute alle Nationen, übrigens Sie auch als Österreicher, uns, ihr Pegida oder Pulse of Europe, wer sind denn jetzt die Deutschen, ja? Wer sind denn die Franzosen? Ja. Marine Le Pen oder Macron, so. Salvini oder die anderen Italiener, wer darf es denn sein, ja? Und das ist ja genau der Punkt, dass wir eine Frage haben, die Politik aller Mitgliedstaaten entscheidet, und wo sie eben nicht mehr von den Griechen, den und so weiter, weswegen diese nationalen Abstimmungen, darum geht es ja, jetzt schlage ich den Bogen zu Herrn Fischer, eben nicht mehr funktioniert. So, und wenn ich eben gesagt habe, eine Demokratie, womit fängt denn eine Demokratie an? Herr Fischer hat das richtig gesagt, ja, also wir haben natürlich keine Demokratie, aber wir haben noch nicht mal ein europäisches Wahlregister. Von A bis Z, alle europäischen Bürger einmal rein in eine Excel-Tabelle von A bis Z. Muss doch möglich sein. Wir haben europäische IBAN-Nummer von A bis Z, sind Sie, ja, können wir noch ein Kürzel davor machen, ich habe DE, Sie haben AT, können wir im Wählerregister auch machen, aber ansonsten alle mal in ein Excel-Sheet. Und dann hätten wir was? Dann hätten wir nämlich genau das, was Pierre Rosanvallon, der französische Soziologe, le sacre du citoyen nennt. Das ist das Heiligtum der Bürger.
ein Wählerregister und der Akt der gleichen allgemeinen, direkten und geheimen Wahl. Und wir haben im Europäischen Parlament geheim, allgemein und direkt, aber nicht gleich. So, und das wollte ich nur nochmal abwickeln, um nochmal kurz zur Subsidiarität zu spielen. Wenn wir das machen würden, ist Subsidiarität nicht mehr unser Problem. Jedenfalls nicht mehr der Begriff, so wie er heute im europäischen Diskurs verhandelt wird, um nicht zu sagen, heute wird er im sogenannten europäischen Diskurs nur noch missbraucht. Der Begriff der Subsidiarität kommt von Pius X., ist ein Begriff, den die katholische Soziallehre um 1880, der 11., Entschuldigung. Entschuldigung, aber wissen Sie, als Frau mit der katholischen Kirche hat man heute halt schon so seine Probleme. Jedenfalls ist es ein Begriff, der zentral spielt auf den Unterschied zwischen dem Individuum und dem Staat. Und da geht es zentral darum, was muss das Individuum machen und was soll der Staat machen, wann springt der Staat ein. Es ist aber, wird verwendet im europäischen Diskurs als so ein Multilevel Governance, Europa, Nation, Region und such mal deine Ebene, ja. Das ist ein Begriff, den man in Deutschland schlichtweg Föderalismus nennt. Ja? Bund, Länder und Gemeinden. Da wird entschieden, wer hier was macht und wer kriegt welche Steuer, damit er was machen kann. Das hat mit Subsidiarität erstmal gar nichts zu tun. Ich würde echt dafür plädieren, dass wir den Subsidiaritätsbegriff aus der Diskussion lassen und dass wir mit dem Begriff operieren, der das Wichtigste ist und wieder zum Sacre du Citoyen kommen, nämlich Souveränität. Und Souveränität ist das, was Europa fehlt. Souveränität ist die Frage, wer entscheidet, quid gouvernandum. Souveränität ist die Frage nach dem legitimen Gewaltmonopol, das Max Weber, wer entscheidet in der EU? Ja? Macht das der EU-Rat, vielleicht das Parlament, vielleicht Herr Orban, wissen wir nicht. Und weil wir das nicht wissen, haben wir ein politisches Problem. Das heißt, wenn wir ernsthaft darüber nachdenken, wie wir eine politische Einheit begründen, und das ist ja nicht Utopie, das steht im Maastrichter Vertrag von 1992, dass wir eine politische Einheit begründen wollen, dann müssen wir darüber nachdenken, wer entscheidet, wer ist der Souverän, frei nach Kotowolski, alle Souveränität geht vom Volke aus und kommt so schnell nicht wieder. In der EU ist die Souveränität des Volkes im Europäischen Rat versenkt und es wäre gut, wenn wir sie da hervorholen, sichtbar machen, dem Bürger zurückgeben. Ich würde behaupten, dann funktioniert Europa. Ich würde noch was ergänzen dazu. Ja, ich wollte natürlich auch dem Herrn Fischler die Möglichkeit geben, falls er möchte, aber Sie können auch ergänzen. Und genau an dem Beispiel sieht man, dass es wirklich jetzt dringend notwendig ist, das einmal zu begreifen, dass wir die Nation so als sogenannte Ebene der Subsidiaritätsabstufung, dass wir das endlich einmal vergessen. In dem Augenblick, wo wir nationale Referenden machen im Hinblick auf europapolitische Entscheidungen, garantiere ich Ihnen, dass bei den allgemeinen Bewusstseinstrübungen, die existieren, im Hinblick auf nationale Identität, nationale Interessen und so weiter, genug auf die Bühne, auf die politische Bühne springen und sagen, wir müssen unsere nationale Identität verteidigen, wir müssen unsere nationalen Interessen verteidigen und so weiter. Und damit wird in der Regel schon garantiert, dass europapolitische Entscheidungen nicht mehr möglich sind. Und deswegen haben wir keine europäische, kommen wir nie in eine europäische Verfassungsdiskussion, deswegen kommen wir keinen Schritt weit, weil alles immer gleich, also in einem nationalen Referent. Überhaupt, ja, muss man endlich auch einmal klar machen, und das haben wir jetzt in Österreich ja, ganz dramatisch erlebt, jeder hat es gesehen, die wenigsten haben es erkannt, welches Problem dieser Fetisch plebiszitäre Demokratie produziert. Es ist der große demokratiepolitische und demokratiehistorische Fortschritt gewesen, die repräsentative Demokratie zu entwickeln. Ja? Und die plebiszitäre Demokratie ist das Ende der Demokratie, weil wie hat Hans Kelsen übrigens, Vater der ersten österreichischen Verfassung, so treffend gesagt, er war ein verfassungstheoretisches Genie und ein guter Autor, man kann ihn lesen, ja, tun Sie das. Der hat geschrieben, die Idee der Demokratie setzt den gebildeten Citoyen voraus, dieser wird nie in der Mehrheit sein, ja? Deshalb erweist sich die Demokratie nie darin, dass die Mehrheit entscheidet, die entwickelte Demokratie erweist sich im Kompromiss mit der Minderheit. So. Und wenn man dann her diese plebiszitären Umfragen, diese Referenden, diese Volksabstimmungen und so weiter macht, ja, die Sozialdemokratie übrigens hat das immer gewusst,
die hat das immer gewusst und war daher gegen die Weiterentwicklung oder die Einführung plebiszitärer demokratischer Elemente. Und kaum glaubt sie einmal, die FPÖ am falschen Fuß zu erwischen, auf einmal wird die Sozialdemokratie zum Verteidiger plebiszitärer Demokratie und hat nicht einmal das bisschen historische Erinnerung, wenn sie heute sagt, ja, fast 900.000 haben für Don't Smoke gestimmt. Das kann man nicht wegwischen, das muss man jetzt umsetzen, das ist der Volkswille. Genauso viele haben gestimmt gegen die Fristenlösung. Ja, kann man sich bitte daran erinnern? Und hat damals die Sozialdemokratie gesagt, also entschuldigen, wir wollten ja das einführen mit der Fristenlösung, aber der Volkswille ist ja fast 900.000, haben gestimmt bei einer Volksbefragung, haben gestimmt gegen die Fristenlösung, das kann man nicht wegwischen. Kann man ein bisschen sich in Erinnerung rufen? Ich verstehe es nicht. Und deswegen... Das ist nur zur Ergänzung, ja, diese ganze Geschichte mit die Nation, das nationale Interesse und dann das nationale Plebiszit, ja, das ist gemeingefährlich. Und jeder Sozialdemokrat, der dafür eintritt, ist ein Totengräber der Demokratie. Und ich sage Ihnen noch etwas, wenn Sie in Österreich das wirklich einführen, die auf nationaler Ebene Plebiszite, dann haben Sie in 3 Wochen die Todesstrafe und in 6 Wochen die Deportationszüge. Mit Ihnen aus, weil dafür werden Sie den Volkeswille kennenlernen. Jetzt, wo sich alle warm geredet haben und der Herr Menasse schon fast in Rage, würde ich natürlich auch irgendwann auch noch gerne in das Volk gehen, aber natürlich vorher den Bürger, Fischler. Genau, die also Bürger gut, und Bürgerinnen. Ganz kurz, ja. Ganz kurz. Zu zwei Dingen. Zum einen zu dieser Subsidiaritätsdebatte, ja. Die Realität ist ja in Wirklichkeit erstens, dass wir die Subsidiaritätsdebatte von der völlig verkehrten Seite führen, nämlich von oben nach unten, statt von unten nach oben. Zweitens, sie ist reduziert darauf, wie viele Zuständigkeiten müssen jetzt an die Mitgliedstaaten aus Nationalinteressen heraus zurückgegeben werden, ja? Obwohl dieselben, nämlich die Regierungschefs, zuerst diese Zuständigkeiten an die Europäische Union übertragen haben. Und in der Praxis, sage ich Ihnen, das ist ja alles schon durchgecheckt worden. Ja? Also dieser Verheugen hat in seiner zweiten Periode, ja, da war er ja für solche Sachen zuständig, hat er eine Liste gemacht von 200 EU-Gesetzen, wo er der Meinung war, die braucht man eigentlich nicht mehr, die sollen also tatsächlich auf der EU-Ebene abgeschafft werden. Ja? Was haben die Mitgliedstaaten dazu gesagt? Sie haben von den 230 akzeptiert, die anderen waren sie der Meinung, soll weiterhin die EU zuständig bleiben. Also da wird also sehr doppelbödig eigentlich agiert, muss man sagen, und daher ist also diese Art von Subsidiaritätsdebatte, die wird uns nirgendwo hinführen. Und die zweite Sache, wo ich kurz Stellung nehmen wollte, ist also die Frage nach dem sozialen Europa. Ja? Oder wie man jetzt davon redet, wann kommt endlich die Sozialunion. Ja? Der Beginn zu versuchen, die vor allem schwachen Regionen Europas ein bisschen näher an den Durchschnitt heranzuführen, das war ja im Zusammenhang mit dem Beitritt von Spanien und Portugal und Griechenland. Ja. Damals hat man geglaubt, dass man mit einem Strukturfonds und mit einem Kohäsionsfonds die Regionen Europas, die mehr als ein Viertel unterhalb des Durchschnitts liegen, stärker an den Durchschnitt heranführen kann. Das ist in einigen Fällen gelungen, aber das ist die große Minderheit dieser Fälle, erstens. Und zweitens hat man also dann völlig übersehen, dass eine ganz andere Maßnahme, nämlich die Einführung des Euro, diese Möglichkeit, schwachen Regionen zu helfen, enorm sozusagen unterminiert hat. Und dagegen ist überhaupt nichts passiert.
Und zurzeit ist es so, dass sich die Unterschiede, vor allem auch infolge der Erweiterung, wo ja viele ganz schwache Regionen dazugekommen sind, die sich besonders große Hoffnungen gemacht haben, dass so etwas passieren könnte wie seinerzeit mit Spanien, die sind heute zu Recht, muss ich sagen, enttäuscht. Ja? Das Zweite ist, ich glaube, man sollte wirklich aufhören, im Zusammenhang mit der Sozialunion von einer europaweiten Geldumverteilung zu reden, weil wenn man also sicher die Sache kaputt machen will, dann ist es mit diesem Argument. Das ist blanker Unsinn. Aber was nicht passiert und worüber man diskutiert müsste, sind die Regeln. Ja? Man hat mit viel Weh und Ach ein europäisches Arbeitsrecht geschaffen. Aber da ist eben dann die Frage, und wie ist das mit den Steuern und wie ist das mit den Grundlagen für die Steuerberechnung und wie ist das mit vielen anderen gemeinschaftsrechtlichen Dingen? Und da kommt man aber dann wieder ein bisschen zurück, auch zu der Eingangsfrage, die wir diskutiert haben, nämlich das politisch-demokratische Konzept. Weil eines, glaube ich, gehört auch zu einer funktionierenden Demokratie, auf welcher Stufe auch immer dazu, eine Demokratie kann nicht mit Einstimmigkeit operieren. Und solange wir das haben, und genau beim Steuerrecht haben wir das, solange werden wir da nicht Fortschritte machen. Danke. Ich möchte jetzt gerne ins Publikum gehen, wie schon angekündigt. Stellen Sie bitte Ihre Fragen. Danke für den Vortrag und auch die Möglichkeit, das mal kurz sprechen zu dürfen. Also ich fand jetzt einige Punkte sehr interessant von Professor Gero, den Punkt mit dem europäischen Vereinswesen. Da würde mich interessieren, ob es da schon quasi weitere Ansätze gibt, weil das wäre sozusagen, für mich klingt das wirklich nach einer machbaren Sache. Wer wäre da zuständig? Müsste das von der Kommission vorgeschlagen werden? Ist das bereits sozusagen, gibt es schon weitere Schritte? Das ist mal ein Punkt, den ich sehr interessant finde. Dann weiter so sehr irritierend fand ich den Vergleich halt von der EU mit den Habsburgern. Da würde mich interessieren, sozusagen, was ist gleich, was ist nicht der Unterschied sozusagen. Wie kann man das da akzentuieren ein bisschen, weil es klingt ja eher unheimlich, zu sagen, ja gut, wir wollen ja eigentlich sowas wieder wie die Habsburgermonarchie. Dann ein weiterer Punkt, den ich interessant fand, ist halt, dass die EU quasi sozusagen viel Geld natürlich an großbäuerliche Betriebe übergibt, das sozusagen. Ja, das assoziiert man ja damit, wenn es heißt, wohin geht das Geld der EU. Das, glaube ich, könnte man auch mal erläutern. Danke. Ja, grüß Gott, schönen Böhm, Christian, von keiner Institution. Ich frage mich nur, wenn man also als Bürger so mitkriegt, was von der EU kommt. Also ich sage als Beispiel dieses MiFID II, da, was in Kraft getreten ist, noch unlesbarer als MiFID I, fängt an mit über 170 Absätzen von Erwägungen über Gründen, da ist man schon auf der zigten Seite, bevor man überhaupt zu irgendeinem Text kommt, dann zig Seiten Begriffsbestimmungen, also ein unlesbarer Text, der endet dann also mit Verwaltungsstrafen bis zu 5 Millionen Euro für natürliche Personen, das muss man sich mal vorstellen, also existenzbedrohend, was überhaupt nicht in das Konzept unseres Verwaltungsstrafrechts zum Beispiel passt. Dann als nächstes Beispiel, was kommt, ja, eine Datenschutzgrundverordnung. Also ich kenne fast niemanden, der mir im privaten Kreis also nicht sagt, das war so notwendig wie ein Kropf. Wir kriegen so viele E-Mails wie noch nie. Wir müssen so viele Punkte, wenn wir eine Webseite aufmachen, wegklicken, dass wir alles zur Kenntnis nehmen wie noch nie. Es wird vielleicht als Blödsinn erlebt. Und das Nächste, was man jetzt den Zeitungen entnehmen kann, also die Äußerung eines Repräsentanten einer großen Handelskette, der da sagt, Eigenmarken dürfen nicht mehr die gute Qualität, die auch Markenprodukte haben, aufweisen, sondern nur mehr Mindeststandards. Dann sagen die anderen dazu, das ja, kommt das vielleicht stimmt. Dann doch nicht so, da werden wir noch Nein sagen. Also man hat das Gefühl, da kommt schon wieder der nächste Blödsinn. Und dabei stelle ich jetzt die Frage, überrascht es da nicht, wenn immer mehr Bürger das Gefühl haben, was da aus Europa kommt, ist ein Blödsinn, nach dem anderen verkleidet in Richtlinien und EU-Verordnungen. Also wenn ich das zusammenfassen darf, es geht um Regulierung und um alle möglichen Aspekte von Regulierung. Und ja. Gerhard Reiwiger, ich möchte genau da einhaken, was mein Vorredner gesagt hat. Wie wir über die EU sprechen, ist das Problem. Ja? Wir diskutieren, die EU hat etwas beschlossen, als ob das eine
Institution wäre von außen, mit der wir eigentlich ja nichts zu tun haben, außer dass wir dem Verein angehören und jetzt dessen Entscheidungen befolgen müssen. Die Diskussion wäre doch, wie hat Österreich dort gestimmt? Haben wir eine andere Meinung gehabt? Haben wir mit Grund dazu gestimmt? Oder sind wir der Meinung, dass der Herr Kurz oder der zuständige Minister hier einen Blödsinn gemacht hat? Diese Diskussion muss geführt werden, weil wenn ich mit einzelnen Regelungen von der Gurkenkrümmung bis zur Datenverordnung nicht einverstanden bin, ist es eine politische Frage, ein politischer Inhalt. Deswegen muss ich ein System nicht in Frage stellen, sondern es geht darum, dass wir die EU als unser politischen Rahmen, so unbefriedigend er aus anderen Gründen sein mag, begreifen und nicht immer als das andere darstellen. Okay, es gibt noch eine Frage. Ja. Martin Bosperschild von der Stadt Wien. Ich finde, wir haben eine total historische Chance, weil die EU hat bis jetzt noch keine neue Strategie entwickelt. Sie hat auf uns gewartet, auf unsere Diskussionen über die Zukunft der EU. Wer schafft das jetzt, unsere Ideen in den Strategieprozess der EU einfließen zu lassen? Wer sagt's den EU-Politikern? Ja, danke. Frau Professor Gero, vielleicht gleich. Ich konnte mir noch nicht so viele Fragen merken. Deswegen. Vereinsregister, Habsburger, ja, Agrarförderungen, genau, Regulierung. Das funktioniert gerade wieder nicht. Ich fange mal mit dem Vereinsrecht an. Ich habe tatsächlich eine Petition an den Deutschen Bundestag gestellt, die... Ja, also zum europäischen Vereinsrecht. Ich habe eine Petition an den Deutschen Bundestag gestellt, das ist ja mein Parlament, und die liegt da und... wird nicht bearbeitet. Daraufhin habe ich dann eine über einen Freund gestellt im luxemburgischen Assemblée Nationale, und da gibt es jetzt einen positiven Bescheid. Das hilft mir leider nicht viel, weil Luxemburg ist so klein. Aber ich versuche jetzt an die Nationalversammlung von Frankreich heranzukommen, was aber noch viel schöner ist. Ich hatte am letzten Mittwoch ein Gespräch mit Armin Laschet, das ist der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und der hat mir gesagt, wunderbar, ich mache das mal als Eingabe von NRW in Europa über den genau, in Coreper. Und jetzt hoffe ich, dass ich da weiterkomme, nicht Coreper, Entschuldigung, über die Landeskammern in Europa. Und jetzt hoffe ich, dass ich da weiterkomme mit dem Vereinsrecht, weil es ist tatsächlich so, wenn Sie in Deutschland einen Verein gründen, dann haben Sie e.V., wenn Sie dann aber Ihren Verein in Frankreich ausdehnen wollen, mein European Democracy Lab e.V., das möchte ich europaweit öffnen, ja, und das kann ich unter gegebenen Strukturen nicht machen, und das ist das Problem. Aber ich würde gerne eine ganz kurze Antwort zu diesen vielen Fragen zu Gesetzgebung und so weiter machen. Und ich bin voll bei Ihnen. Nicht nur, dass die Gesetze nicht lesbar sind und die DGVO eine Katastrophe ist für uns alle, sondern prinzipieller zwei Punkte, nämlich einerseits, dass die europäischen Gesetze, das hört sich jetzt, natürlich betreffen sie uns alle, und so eine Datenschutzverordnung ist einfach dann irgendwie eklig. Ja? Trotzdem betreffen sie nicht das, was uns am allerwichtigsten ist, nämlich Steuern und Soziales und so weiter. Ja? Und wahrscheinlich sind die Gesetze zum großen Teil auch so verschroben, weil sie sich natürlich an solchen Fachthemen abarbeiten und weil, man muss es eben sagen, das Europäische Parlament nach dem Parlament in Washington oder House of Representatives und Congress das meist umlobbyte Parlament ist. Ja? Es ist natürlich ein sogenanntes Fachparlament und kein politisches Parlament. Jetzt kann man sagen, es ist gut, dass das ein Sach- und Fachparlament ist. Es wird ja auch oft als positiv hervorgerufen, weil es eben so sachkompetent Datenschutzsachen irgendwie macht. Aber es fehlt einerseits das Politische daran. Und wie Sie richtig gesagt haben, man kann selten zuordnen, wer hat denn da was gemacht. Am Ende kommt dabei raus, das Parlament ist gegen Glyphosat. Aber wer hat jetzt entschieden gegen Glyphosat? Waren es die Linken, waren es die Grünen, waren es die Konservativen? Das ist meistens in der nationalen Zeitung nicht mehr das oder das SWIFT-Abkommen oder diese ganzen großen Abkommen, die das Parlament macht. Meistens kommt gar nicht mehr dabei an, wer hat das jetzt gemacht. Und um einen Punkt noch draufzusetzen, weil ich Ihre Einschätzung eigentlich teile, ich habe mich wirklich abgearbeitet an diesem Better Regulation-Begriff der Europäischen Union. Es gibt ja jetzt sozusagen auf der Metaebene die Regulierung, dass Better Regulation angewendet werden muss bei aller europäischen Gesetzgebung. Was heißt Better Regulation? Better Regulation muss darlegen können, dass jedes Gesetz, es sollte eigentlich eine Maßnahme sein, um Bürokratie einzuschränken, also sollte eigentlich nur reguliert werden, dass eben wenn reguliert wird, muss es better sein, also Better Regulation, ja. Und Better Regulation heißt,
es muss effizient sein und es darf nicht mehr kosten als die Regulierung vorher. Und da steige ich völlig aus, weil das ist absolut apolitisch. Ja? Wenn wir Politik definieren als Republik und die Bürger sind ja souverän, dann kann es per Definition nicht sein, dass Gesetzgebung effizient sein muss und nichts kosten darf. Ja? Also das ist eine Contradictio in adjecto, sondern die Bürger beschließen die Gesetze, die sie beschließen wollen, in einem Zweikammersystem mit Gewaltenteilung und so weiter und so fort. Also ist Better Regulation eigentlich schon prototypisch ein Begriff dafür, was alles in diesem Gesetzgebungsprozess schiefläuft. Und das, was, glaube ich, am meisten schiefläuft, ist, dass es eine Gesetzgebung ist, die hochgradig apolitisch ist, auch wenn sie uns alle betrifft in unserem Alltag. Aber ich möchte das mit der Habsburger Monarchie das Missverständnis ausräumen. Ich habe nicht gesagt, ich möchte die Habsburger Monarchie zurück. Ja? Schon gar nicht bei den jetzigen lebenden Habsburgern. sondern ich wollte damit nur sagen, es ist keine verrückte Utopie, wenn wir entwickeln wollen, ein politisches Gebilde, das keine Nation sein will, das einen gemeinsamen Markt, eine gemeinsame Währung, eine gemeinsame Verwaltung hat, ein gemeinsames Parlament, einen gemeinsamen Rechtszustand und in diesem Gebilde leben Menschen mit ganz verschiedenen Sprachen, Kulturen und Mentalitäten. Das ist nicht verrückt, weil das wollte ich sagen, es hat das schon einmal gegeben und es ist nicht deswegen untergegangen, weil so ein Gebilde mit Menschen verschiedener Sprachen, verschiedener Kulturen und Mentalitäten in einem gemeinsamen Markt mit gemeinsamer Währung, gemeinsamer Verwaltung nicht funktionieren kann, sondern es ist von Nationalisten in die Luft gesprengt worden, also von jenen, die jetzt noch einmal als Totengräber tätig werden mit dem Anspruch, Ärzte zu sein. An das wollte ich erinnern. Und ein Wort noch zu dieser Geschichte mit den Eigenmarken, die da plötzlich also nicht mehr, wo Sie gesagt haben. Da kann ich mich dazu sagen. Ja, ich kann auch was. Möchtest du das sagen? Ist ganz egal. Was ich sagen wollte, ist nur, wenn ich lese in der Kronenzeitung vor 3 Tagen, war das die Schlagzeile. Die EU will Bio verbieten. Und dann kommt diese Geschichte, die EU will Bio verbieten. Also erst einmal, dass nicht steht, welche Institution, der Rat, die Kommission, das Parlament, wer will das verbieten und worum geht es da. Die Wahrheit ist folgendes. Es haben 4 deutsche Abgeordnete des Europäischen Parlaments, 4 Abgeordnete, einen Zusatzantrag für eine Diskussion, für eine Richtlinie eingebracht im Auftrag der deutschen Lebensmittelindustrie. Ja, und es war weder absehbar, dass es dafür eine Mehrheit im Parlament gibt, wird es ziemlich sicher nicht geben, schon gar nicht, dass der Rat zustimmt. Die Kommission hat nicht einmal was gewusst davon. Ja, und die Wahrheit hätte lauten müssen, 4 deutsche Abgeordnete wollen Einschränkungen bei den Qualitätskriterien von Eigenmarken von Supermärkten. 4 deutsche Europaabgeordnete wollen Einschränkungen bei Qualitätskriterien von Eigenmarken. Er gibt keine Kronenzeitungsschlagzeile. Verstehen Sie? Sie können das drehen und wenden, wie Sie wollen. Das ist nicht kürzer zu fassen. Ja, auch wenn es die Wahrheit. Aber EU will Bio verbieten, das fetzt. Ja. Das Lustige ist folgendes, es geht immer nur um Innenpolitik bei diesen Sachen. Das Lustige ist das, daraufhin wurde sofort die österreichische Landwirtschaftsministerin Köstlinger alarmiert von der Kronenzeitung und die Landwirtschaftsministerin Köstlinger konnte, Köstlinger, konnte der Kronenzeitung exklusiv mitteilen, sollte das im Rat besprochen werden, wird sie ein Veto einlegen. Das heißt, auf diese Weise ist etwas ausgeräumt, was gar nicht existiert hat, mit einem Imagegewinn einer türkisen Ministerin. So, verstehen Sie? Und gleichzeitig aber diskutiert, ich war ja selber in einem Wirtshaus zufälligerweise an dem Tag.
Und ich habe gehört, wie an den Nebentischen, ja, die EU ist ja vollkommen Wahnsinn. Stell dir das an, das ist ein Wahnsinn. Die EU will das Bio verbieten. Es ist ja nicht durchgeknallt in Brüssel. Brüssel, die EU. Versteht? Vier deutsche Abgeordnete. Ja? Und die Kronenzeitung macht einen Hoax. Und das ist die ganze Geschichte. Ja? Und natürlich so werden wir auch nicht weiterkommen. Das, was der Herr Menasse jetzt gesagt hat, das deprimiert mich ein bisschen. Herr Fischler, können Sie, wenn Sie aus dem Nähkästchen plaudern, eine positive Geschichte dazu sagen? Oder ist das... Dazu? Nein, generell. Oder was auch immer. Oder was auch immer. Nein, das ist jetzt ein bisschen zu allgemein. Also ich möchte mal zunächst ganz kurz was sagen zu diesen beiden Fragen, die irgendwo die Landwirtschaft betreffen. Ja? Die erste Frage, die ist gestellt worden, also das viele Geld, das die Großbauern bekommen. Es ist an sich so, und grundsätzlich ist also diese Feststellung richtig, weil 80% der gesamten Direktzahlungen fließen zu 20% der Landwirte. Ja, das ist eine völlig schiefe Verteilung und es kommt daher, dass jedes Hektar im Prinzip gleich viel gefördert wird. Ich habe mich immer schon gegen diese Situation ausgesprochen. Ich gebe zu, ich habe zweimal, solange ich noch verantwortlich war für diese Politik, eine Niederlage erlitten. Ja? Ich habe zum ersten Mal im Jahr 1998 diesen Vorschlag gemacht und zum zweiten Mal im Jahr 2003. Wobei im Jahr 2003 war das besonders pikant, weil ausgerechnet zwei sozialdemokratische Regierungschefs das kaputt gemacht haben, nämlich der Gerhard Schröder und der Tony Blair. Ja, wobei auch die Argumentation ja interessant war, da sieht man nämlich, wie groß also die großen Europäer manchmal denken. Der Gerhard Schröder hat mir erklärt, er ist deshalb dagegen, er unterschreibt alle anderen Reformvorschläge, aber das kann er nicht unterschreiben, und zwar deswegen nicht, weil wenn in Deutschland aus dem Agrarsektor jemand die SPD wählt, dann sind es die Ex-LPG-Mitarbeiter. Das war die sachliche Begründung dafür, dass diese Ungerechtigkeit bestehen bleiben muss. Und sie besteht bis heute. Und das zusätzliche Problem, das daraus resultiert, ist, dass die kleinen Landwirte dadurch doppelt geschädigt werden, weil es auf diese Weise natürlich auch zu einer Verzerrung der Marktverhältnisse kommt. Ich meine, ein Großbetrieb, der 2 Millionen Euro Förderung im Jahr kriegt, der kann natürlich ein ganz anderes Preisniveau akzeptieren als ein Bauer mit 10 oder 20 Kühen. Das ist das eigentliche Problem dabei. Es gibt von Seiten der Kommission einen sehr klaren Vorschlag, jetzt zum dritten Mal, dass dieser Unfug abgestellt wird, wird man sehen, ob es dazu kommt. Ich bezweifle, weil bis jetzt ja, gibt es, ich glaube, 3 Mitgliedstaaten, die diese Forderung unterstützen. Selbst Bayern, die ja immer als die großen Schützer der Kleinbauern auftreten, haben sich nicht dazu durchringen können, diese Sache zu unterstützen. So, das zum einen. Zum anderen, also noch einmal, es geht also in dem Zusammenhang mit diesen sogenannten Eigenmarken ja im Prinzip um mehr. Das, was der Herr Menasse hier gesagt hat, dass das ein paar hauptsächlich deutsche Abgeordnete waren, die diesen Unfug im Europäischen Parlament und zwar im Agrarausschuss eingeführt haben, das ist völlig richtig, das war so, ja. Aber die haben noch ein paar andere Unsinnigkeiten auch zusätzlich noch verlangt. Das Problem ist, dass ja die Lebensmittelstandards in aller Regel Mindeststandards sind. Ja? Und Mindeststandards bedeutet gleichzeitig, dass wenn ich aus bestimmten Interessen heraus höhere Standards machen will, dann kann ich das tun. Und genau das wollen diese Abgeordneten verhindern. Es darf nur mehr durchgehend einen Standard geben. Also das ist, glaube ich, der größte Unsinn überhaupt, weil wenn ich Qualität verkaufen möchte, dann müssen sich ja die Produkte voneinander unterscheiden können. Und wenn ich das nicht mehr zulasse, dann bin ich ja überhaupt völlig von der Rolle. Ja. Das andere, was nämlich auch noch der Fall ist, dass diese selben Abgeordneten die großartige Idee gehabt haben, die Kommission hat nämlich vorgeschlagen, dass
es bessere Regeln geben soll im Verhältnis zwischen Lieferanten und Abnehmer. Ja? Und bei diesen Lieferanten sind die Unilevers und Nestles dieser Welt ausgenommen worden im Kommissionsvorschlag. Diese schlauen Abgeordneten haben jetzt das gerade doch zustande gebracht, einen Antrag zu stellen, dass die genauso behandelt werden müssen. Weil ja die Gefahr besteht, dass diese Kleinbetriebe unter die Räder kommen. Ja? Also, aber was das eigentliche Thema ist, und da muss ich also das noch einmal wiederholen, was der Herr Menasse gesagt hat. Wenn wir nicht endlich, das wäre auch ein wichtiger Punkt in Richtung Entwicklung von demokratischen Verhältnissen in Europa, wenn wir uns nicht endlich dazu aufraffen, und das ist auch eine Sache für die Medien, ja, und aufhören immer nur die EU, die EU, die EU, ohne zu sagen wer, ja, nachher bin ich ja erstens als Bürger überhaupt nicht in der Lage, irgendwas dagegen zu unternehmen, weil ich ja gar nicht weiß, von woher das kommt. Und das ist aber das Übliche, ja. Und daher wäre es halt wirklich vonnöten, dass wir uns dazu aufraffen und sagen, die Europäische Kommission oder der Europäische Rat oder das Europäische Parlament, ja. Weil dann wird die Sache schon wesentlich direkter und dann kann man ja auch den Repräsentanten dieser Institutionen, wenn es notwendig ist, ein bisschen auf die Zehen steigen, ja. Ich möchte es noch übergeben an die Margit Schwarzenstaller. Und zwar vielleicht noch einmal ganz kurz, weil es wahrscheinlich, also die Agrarförderungen, weil es nicht wegen der Agrarförderung an sich, weil es ein ganz gutes symptomatisches Thema ist. Sie haben ja gesagt, wer sich dagegen gewehrt hat, Deutschland und England, also dort, wo die Großbetriebe sind, die verloren hätten. Und du damals, hast, ja. Damals. Heute sind es ja viel mehr. Ja. Okay. Weil heute sind alle Visegrad-Staaten und alle neu hinzugekommenen, die Großstrukturen haben, alle haben außer Slowenien Großstrukturen, die sind also jetzt auch auf dieser Seite. Und du hast ja in einem Presseartikel, glaube ich, vor kurzem von der Renationalisierung der Agrarförderungen gesprochen, wenn ich das richtig im Kopf habe noch. Geht es da genau darum, denkst du, dass eben sowas, wo es wirklich nationale Unterschiede gibt, die einen haben Großbauern und die anderen nicht, ist es sinnvoll oder geht das gar nicht aus der gordische Knoten drin auf europäischer Ebene? Muss man das in den Nationen, Nationalstaaten lösen? Oder warum ist da, was ist da das Problem? Na, hauptsächlich geht es mir darum, dass man die Struktur der Agrarförderung, die man auf der EU-Ebene eben betreibt, dass man die ändert. Ja? Und im Prinzip muss es darum gehen, und dafür haben Sie sich ja auch immer eingesetzt, zum einen um eine Deckelung bei der ersten Säule der Agrarförderung, dass eben nicht mehr so ist, wie das im Moment der Fall ist, dass die großbetriebliche Landwirtschaft, wo man jetzt trefflich darüber streiten kann, ob die ökologisch effektiver oder nicht ist, ja, also das ist, glaube ich, noch nicht wirklich abschließend geklärt. Ich habe eher den Verdacht, dass diese Großbetriebe eher ökologisch nicht so effektiv sind wie die anderen, aber auch aus verteilungspolitischen Gründen ist das natürlich ein Problem. Und das Zweite ist, dass man die zweite Säule, also die wirklich nachhaltige Säule der Agrarpolitik, eben, also wenn man was fördern will auf der EU-Ebene, dann sollte man das fördern. Und wenn man sich jetzt den neuen Vorschlag anschaut für das EU-Budget, dann findet gerade diese Verschiebung eigentlich nicht statt. Ja? Es findet zwar eine Verschiebung quasi weg von der Agrarpolitik insgesamt, eine moderate, würde ich sagen, in meiner Meinung nach, Verschiebung weg zu anderen Ausgabenpositionen, aber diese Strukturverschiebung innerhalb der Agrarförderung, die findet nicht statt, ganz im Gegenteil eigentlich. Ja, wenn ich die Zahlen richtig interpretiere, findet diese insgesamt Kappung der Agrarpolitik im EU-Budget im neuen Vorschlag eigentlich eher auf Kosten der ländlichen Entwicklung statt, also auf Kosten der zweiten nachhaltigen Säule der Agrarpolitik. Und das ist das Thema, über das man reden soll. Und man muss auch über das Thema reden, zum einen, was man insgesamt mit dem EU-Budget fördern kann. Das ist schon richtig, es ist 1% der Wirtschaftsleistung, ist nicht wahnsinnig viel, aber ein bisschen was kann man schon damit machen. Man könnte sehr viel mehr damit machen, als man im Moment tut. Man könnte natürlich noch mehr machen, wenn dieses 1% der Wirtschaftsleistung nicht in Stein gemeißelt wäre, wofür ich auch bei geeigneten Strukturen, ja, wohlgemerkt wäre. Und ich glaube, man muss zum Zweiten aber
verschiedene Politikbereiche besser miteinander koppeln, weil ich glaube tatsächlich ein großes Problem, dass wir also bei allen kulturellen, politischen und so weiter Divergenzen, die wir natürlich in der großen EU der 28 haben, wir haben schlicht und einfach auch das Problem von großen ökonomischen Divergenzen und auch von großen Unterschieden, was die ökonomischen Interessen angeht. In der Steuerpolitik ist es ganz klar, die niedrigeren Steuersätze haben wollen, das sind tendenziell natürlich die osteuropäischen Länder, weil die in anderen Standortfaktoren einfach noch Defizite haben und die kann man nicht so schnell aufholen. Das Einfachste ist, einen Steuerunterbietungswettbewerb zu machen, der aber gegen die Interessen der westeuropäischen Länder ist. Und warum koppelt man nicht eigentlich, oder warum versucht man nicht stärker, als man das im Moment tut, Paketlösungen anzustreben? Ja? Also ihr erklärt euch bereit für Mindeststeuersätze in Richtung der osteuropäischen Länder. Dafür schauen wir, dass wir die Struktur vom EU-Budget auch noch mehr in eine Richtung verschieben, die die osteuropäischen Länder fördert. Es gibt eine aktuelle Studie des WIFO, die zeigt, dass die osteuropäischen Länder ökonomisch vom Beitritt durchaus profitiert haben, dass aber im Prinzip auch diese ganzen Kohäsionsfonds und Strukturmittel und so weiter nicht dazu geführt haben, dass es zu der erwarteten Konvergenz gekommen ist. Es ist tatsächlich so, das alte Europa, das Kerneuropa verzeichnet relativ starke Produktivitätsgewinne und entfernt sich eigentlich immer mehr von der Peripherie. Darf ich das? Also ich glaube, das ist das Problem. Das ist nämlich auch das Problem der Art und Weise, wie geforscht wird. Ja, wenn Sie sagen, die osteuropäischen Staaten haben sich von der Konvergenz entfernt, dann stimmt das natürlich. Ja? Aber das eigentliche Problem ist eben, wer sind denn die osteuropäischen Staaten und wer sind die Gewinner und die Verlierer in diesen Staaten? Und das ist das Problem. Wenn Sie solche Bücher lesen wie Ivan Krastev, Europadämmerung, ja, dann haben wir in erster Linie ein riesengroßes demografisches Problem in diesen Ländern. Warum? Weil die klugen Köpfe aus Bulgarien, Rumänien und auch Polen und so weiter sind längst in Westeuropa. Warum sollten die einfach in Rumänien Arzt sein? Ja, die sind in Wien Arzt oder in Brüssel Arzt und die Polen sind in Berlin Arzt und ich wäre auch, wenn ich so... Und damit haben wir erstmal den Bevölkerungssupport für die EU völlig hinter uns gelassen, ja? Kriegen keine Konvergenz im ökonomischen Bereich, kriegen keinen Zuspruch in der Bevölkerung, zahlen uns trotzdem dumm und dämlich mit irgendwelchen Strukturfonds, die aber trotzdem hinterm Komma gerechnet immer nur Kleingeld sind, ja, weil die negativen Effekte des Binnenmarktes gar nicht korrigieren können. Und insofern würde ich tatsächlich dafür plädieren, dass wir nicht nur weggehen von die EU, weil Parlament, Kommission, wer hat eigentlich was gemacht, aber wir müssen auch weggehen von diesen Aggregationen, die Rumänen, die Bulgaren, die Staaten in den volkswirtschaftlichen Statistiken, weil es sagt uns gar nichts mehr. Es sagt uns nichts mehr zu sagen, Rumänien ist jetzt konvergiert oder nicht oder wie oder was, ja, weil im besten Fall ist Bukarest halbwegs gut davon gekommen und der Rest ist irgendwo und so weiter. Und deswegen plädiere ich wirklich dafür, dass wir darüber nachdenken, wie kriegen wir neben dem Wählerregister eine aggregierte europäische Statistik hin, dass wir die eigentlichen Unterschiede sind, nämlich zwischen Stadt und Land und Zentrum und Peripherie. Das ist in Osteuropa ein bisschen schlimmer als in Westeuropa. Aber Mailand ist genauso gut wie Frankfurt. Anklam ist genauso schlecht wie Andalusien. Saarland ist kein Exportweltmeister. Brandenburg ist auch nur Exportweltmeister wegen der Wiedervereinigung. Athen geht's gut, aber Metz geht's nicht gut. Und wir müssen raus aus diesem Denken, vor allen Dingen in diesen volkswirtschaftlichen Studien, die immer wieder diese gleichen Mantras erzählen, die da lautet, als würde es da um Länder gehen. Ja, das eine schließt ja das andere nicht aus. Es findet ja beides statt. Es findet eine zunehmende Ungleichheit zwischen den Ländern statt, aber steigt auch die Ungleichheit innerhalb der Länder. Und das ist auch ein Teil des Problems. Ja. Und, das eine schließt das andere nicht aus. Man braucht die aggregierte Betrachtung genauso wie die disaggregierte. Aber die Frage ist, wie wir es erzählen. Ja, also wie wir es erzählen und wo wir die Daten dafür haben. Und wenn wir es anders erzählen würden, dann würden wir nämlich auch tatsächlich feststellen, dass wir eine soziale Krise in Europa haben, die bestimmte Bevölkerungsschichten durch die Bank in allen Ländern gleich betrifft und andere Bevölkerungsschichten eben nicht. Und das hat relativ wenig damit zu tun, ob sie Grieche sind, griechische Hafenarbeiter, deutsche Lidl-Verkäuferin, wie auch immer und so weiter. Und wir erzählen das aber nicht so. Jetzt die positive Nachricht ist, es fängt gerade an. In den Sozialwissenschaften fängt es gerade an.
europäische Vergesellschaftungsprozesse zu messen. L'Europe et ses classes sociales. Die Franzosen sind übrigens ganz stark darin, die haben gerade gute Literatur, um da mal anders hinzuschauen. Ich fürchte, die Wirtschaftswissenschaft hing wirklich hinterher, um die Daten anders zu erheben und da anders drauf zu schauen. Aber das wäre für die Erzählung, die wir daraus machen und wie wir in eine Demokratie kommen, wäre diese Erzählung ganz wichtig, die nationalen Statistiken zu desaggregieren. Und damit sage ich jetzt nochmal ein Wort zu diesem Begriff sozial und europäisches soziales Europa und die Nation. Wir kriegen kein soziales Europa mit 0,9% Budget. Punkt. Kriegen wir nicht. Ja? Und insofern ist die soziale Frage und ob wir ein soziales Europa bekommen, intrinsisch verknüpft mit der budgetären Frage, soll heißen, wie hoch ist das EU-Budget? Und da gilt No taxation without representation oder the state can tax. Wenn wir die Frage nicht stellen, dass die EU eine Finanzkapazität braucht, weil sie eine Steuerhoheit bekommt, brauchen wir die Frage nach einer europäischen Demokratie nicht zu stellen. Ja? Und wenn wir das dann auflösen und mal gucken, wie die Amerikaner das denn gemacht haben, ist ja auch nicht irgendwie vom Himmel gefallen, ja? Aber die Amerikaner sind sozusagen von vor dem Bürgerkrieg zu nach dem Bürgerkrieg ungefähr von 0 oder 1% amerikanischem Budget. Nach dem Bürgerkrieg, warum? 76 oder was? Warum sind die dann von ungefähr 2 oder 3% amerikanischem Federal Budget auf ungefähr 30% gesprungen? Warum? Weil sie ihre Kriegsschulden des Bürgerkrieges vergemeinschaftet haben. Und wo sind wir denn jetzt in Europa? Wir sind an der Frage, ob wir eine Haftungsgemeinschaft machen. Wir nennen das jetzt Redemption Fund in der Bankenunion und so. Es geht zentral um die Frage, ob wir eine Haftungsgemeinschaft machen. Natürlich wollen das die Deutschen nicht, die Österreicher auch nicht. Und wir sind jetzt knapp vom Bürgerkrieg. Nein, das habe ich nicht gesagt, sondern ich wollte nur sagen, dass das die zentrale Frage ist, warum, was ist denn eine Nation in der Definition von Marcel Mauss, französischer, ich weiß, Robert mag den Begriff nicht, aber es ist, im Grunde ist der Begriff von Marcel Mauss der Nation identisch mit dem Begriff der Republik, dann sind wir wieder vereint. Es ist trotzdem wichtig, es geht, was die Republik ist Rechtsgleichheit und in dieser Definition von Marcel Mauss, der trotzdem wichtig ist für im französischen Wirken in der Geisteswissenschaft, ist jedenfalls die Nation nichts mit Ethnie, Identität und so weiter, sondern institutionalisierte Solidarität. Insofern geht es, glaube ich, im Moment in der zeitgenössischen Schaft Europa-Diskussion genau darum, sind wir bereit, ja oder nein, Solidarität zu institutionalisieren und damit zu verrechtlichen. Soll heißen, das Budget, die europäische Arbeitslosenversicherung und so weiter und so fort. Wir gucken in die politische Landschaft und wir sehen, nicht nur sind wir nicht dazu bereit, wir bekämpfen es auf das Vehementeste und wir sind nicht bereit, die politischen Strukturen dafür zu schaffen. Trotzdem würde ich argumentieren, das ist die Aufgabe der Zeitgenossenschaft und dann würden wir sagen, wenn wir auf die Griechenland-Krise gucken, ja, wo immer noch verhandelt wurde, sind wir solidarisch, ja oder nein, mit den Griechen? Und die Antwort war immer im Deutschen Bundestag nur, ja, nein, vielleicht. Dann beantworten wir die soziale Frage mit einem anderen Budget und können überhaupt die Tür aufmachen zu einer europäischen Demokratie. Oder wir werden das alles nicht bekommen. Das ist mir nur wichtig, weil ich schon das Gefühl habe, dass solange wir das in diesen Spuren des letzten Jahrhunderts diskutieren, auch mit den Begriffen des letzten Jahrhunderts, kommen wir da einfach nicht weiter. Ich glaube, wir könnten noch die ganze Nacht so weiter diskutieren und noch ganz viele, sogar neue Punkte aufmachen. Aber ich halte mich an das Sprichwort, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und deshalb hat jetzt Herr Menasse das Privileg, das Schlusswort sozusagen noch zu halten. Aber bitte mit der Einschränkung, dass Sie was Optimistisches uns auf den Heimweg mitgeben. Damit schön bleibt. Gemütlich. Also ein Schlussstatement. Das kann man ganz kurz machen. Was ist das Problem? Das Problem ist heute, dass die in politischer Verantwortung stehenden, Generation eindeutig vergessen hat, worum es geht, beziehungsweise nur mehr eines versteht, nämlich systemisch können sie nur sich behaupten, wenn sie die Fiktion von nationalen Interessen aufrechterhalten, weil sie wissen, sie werden nur national gewählt. Ja? Und es gibt keine andere Möglichkeit, als durch nationale Wählen eine sogenannte demokratische Legitimation herzustellen. Die, die national gewählt werden wollen,
halten deswegen die Fiktion aufrecht, sie verteidigen nationale Interessen. Und das ist der Grundwiderspruch des europäischen Einigungsprojekts am Stand der Dinge. Wir haben in mehr als einem halben Jahrhundert überraschend große Fortschritte gemacht im Hinblick auf eine nachnationale Entwicklung, die gewünscht war von der Gründergeneration, die als Lehre aus der Geschichte auch so auf die Schienen gestellt wurden. Aber heute ist dieser unproduktive Widerspruch der Grund dafür, dass es stockt. Sie zeigen das Gegenteil vom Wünschenswerten. Statt zu wissen, worum es geht, zu kritisieren, woran es heute mangelt oder was die Gründe für die Krisen sind, und eine Perspektive, eine Vision anzubieten, haben sie vergessen, worum es geht. Sie reden schön, wie es ist, und haben nichts perspektivisch anzubieten. Und das ist der Moment, das ist der historische Moment, nicht zum ersten Mal in der Geschichte, wo Künstler auf die Bühne springen müssen und eine Vision anbieten müssen. Und deswegen werden wir am 10. November in einer künstlerischen, theatralischen Aktion quer durch Europa, von Coimbra bis Riga, auf 100 europäischen Balkonen stehen und die Europäische Republik ausrufen. Sie wird es am nächsten Tag nicht geben, aber es wird ein Anstoß sein, endlich darüber zu diskutieren, wie Europa sich entwickeln und wie es einmal ausschauen soll. Und das ist jetzt, wenn die politische Fantasie versagt, der Moment der Fantasie der Künstler und auch der Sozialwissenschaftler. Toll, da freue ich mich. Sie können, weil Republiken immer historisch von Balkonen aus ausgerufen wurden. Deswegen, also machen wir es auch von Balkonen, und deswegen heißt unser Projekt die European Balcony Project. Das können Sie googeln, das finden Sie dann im Internet mit einer schönen Karte, wo überall schon eingezeichnet ist, wo in Europa das überall gleichzeitig stattfindet, am 10. November um 16 Uhr. Alleine in Wien wird Burgtheater, Schauspielhaus, Volkstheater und auch private Balkone teilnehmen. Also schauen Sie sich das im Internet an, und wenn Sie eine Möglichkeit haben, das zu unterstützen oder zu einem dieser Balkone zu gehen, um dann zu jubeln und in die Diskussion einzutreten, in die dringend erforderliche Diskussion, dann sind wir wirklich wieder einen kleinen Schritt weitergekommen. Bitte, danke.